Hallo, hier ist wieder Holger. Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Du hast einen Steuerberater, du bist interessiert, wie Steuerberater arbeiten, welche Herausforderungen die haben und auch, was kann ich von meinem Steuerberater erwarten und was nicht? Wie kann der mir helfen, Steuern zu sparen, damit das in meinem Säckel bleibt? Dann spitzt die Ohren, dann bist du richtig in dem heutigen Podcast. Der Titel lautet Aktuelle Herausforderung der Steuerberater und was das für dich bedeutet. Ja, was haben die Steuerberater für Herausforderungen? Ganz konkretes Beispiel, ich habe ein neues Mandat, da geht es um das Themenbereich Erben und Schenken, da soll einiges optimiert werden durch Vermögensübertragung innerhalb der Familie und so weiter. Und ist auch eine GmbH vorhanden. Was mache ich dann natürlich? Ich nehme den Steuerberater mit ins Boot, denn diese Kompetenz, die steuerliche Kompetenz, benötige ich und ich darf natürlich auch nicht steuerlich beraten. Also habe ich den Steuerberater meines Mandanten kennengelernt, einer, der auf GmbH spezialisiert ist und auf GmbH und Co.KGs. Cool, Spezialisierung finde ich immer gut. Es gibt ja Steuerberater, die sind auf Mediziner spezialisiert, manche sogar im Bereich Mediziner nur auf Zahnärzte oder Apotheker, andere sind auf bestimmte Branchen spezialisiert. Finde ich cool, er ist da Spezialist für den Bereich GmbHs und GmbH und Co.KGs. Also habe ich einen Kennenlerntermin mit ihm vereinbart und gleich auch einen Termin, um die Ist-Situation der Familie zu besprechen und ein paar Ideen mit ihm anzudiskutieren, die man dann auch mit seiner Hilfe umsetzen könnte. Das Erste, was er mir sagte, ist, Herr Nentwick, wow, so tief wie Sie gehen, was Sie da alles machen mit Erben schenken, würde ich auch gerne, aber ich habe das Problem, ich habe die Zeit dazu nicht. Tja, und das ist jetzt wieder eine gute Botschaft. Viele Steuerberater, vorausgesetzt, sie können in dem Bereich beraten und sie wollen in diesen Bereichen beraten, wie du steuerlich besser aufgestellt bist, können es nicht, weil sie im Tagesgeschäft dermaßen Land unter haben. Er sagte mir gleich, tja, Problem ist, neue Kollegen finden, also steuerberatende Kollegen, Mitarbeiter finden, ist ein ganz, ganz großes Problem. Krankheitsstände, dann sind Leute im Homeoffice, da kann man natürlich auch einiges machen, aber es wird zum Teil natürlich anders gearbeitet, als wenn Leute auf kurzen Wegen von Schreibtisch zu Schreibtisch miteinander kommunizieren können in Steuerbüros. Und dann kam natürlich vom Vater Staat die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, so will ich sie mal nennen, für die Steuerberater hinzu, nämlich das Thema Corona-Hilfen, das Thema Energiepreispauschale oder jetzt den Inflationsausgleich, den ein Unternehmer, ein Arbeitgeber an seine Mitarbeiter sozial und steuerfrei bezahlen, auskehren kann neben dem normalen Einkommen. Das sind alles so Sachen, die dazu führen, ach so, und das Thema Grundsteuer nicht zu vergessen, ist ja auch ein ganz großes Ding. Da ist ein Gesetzesurteil ergangen, dass die Grundsteuerbemessung von Grundstücken in Deutschland nicht okay ist. Also gibt es da eine Reform und muss die Grundsteuer neu erklärt werden. Hast du Eigentum, dann weißt du, wovon ich spreche. Ich hoffe, du hast es schon souverän geschafft und dich da durchzuarbeiten, denn das ist nicht immer einfach. Auch ich habe mich da schwer getan, habe mir da auch ein bisschen Hilfe geholt, obwohl ich sicherlich dem Thema nicht abgeneigt bin und da schon den einen oder anderen ja mal Grundvoraussetzungen habe, das hätte alleine machen zu können. Aber ich muss sagen, tja, wenn du dich mit Finanzamtssoftware, mit ELS und so weiter beschäftigst, ist es ein hartes Ding. Oder du lässt es deinen Steuerberater machen, der verlangt natürlich dafür Geld, was auch richtig ist. Der muss ja auch sich da reinarbeiten, muss Personal dafür abstellen und sich dann darum kümmern, dass du deine Immobilien grundsteuermäßig richtig erklärst. Denn der Vaterstaat braucht wieder Geld. Ja, aber das sind alles Dinge, das gehört nicht zum Tagesgeschäft des Steuerberaters. Er muss sich damit scheren und das ist natürlich Zeit, die ihm verloren geht, Mandanten aktiv zu betreuen. Aber du solltest vielleicht noch eine weitere Sache wissen über Steuerberater. Steuern ist ja einer der größten Ausgabenpositionen, die man hat. Wenn du mal richtig schaust, wenn einer da richtig Geld verdient, was er an Steuern bezahlt mit Spitzensteuersätzen und so weiter, das ist schon eine sehr, sehr hohe Ausgabenposition. Und da liegt es doch, was liegt denn da näher, als zu überlegen, kann ich die Steuerlast, die ich persönlich mit meinem Unternehmen habe, auf irgendeine Art und Weise minimieren? Denn alles, was ich an Steuern nicht bezahlen muss, ist vorhandene Liquidität, um mein Unternehmen besser da aufzustellen,
um meine Familie besser aufzustellen, um mich besser aufzustellen, um die Altersversorgung und Vermögensabsicherung sinnvoller, profitabler aufbauen zu können. Denn ohne Moos nichts los. Aber sind die meisten Steuerberater denn wirklich Berater? Können sie dir helfen? Ich habe eben das Pro-Thema geschildert. Die das fachliche Know-how haben, die es auch könnten, denen fehlt absolut die Zeit. Die wissen weder ein noch aus. Manchmal macht es sich mittlerweile auch bemerkbar, dass Steuerberater keine neuen Mandate annehmen. Andere Büros gehen mittlerweile hin und verabschieden sich von Mandanten, meistens 10 Mandanten. Das sind die, viel Zeitaufwand, meckern blöd rum und sind nicht bereit, Rechnungen zu bezahlen. Das sind C-Mandanten, B-Mandanten, das sind die, die Rechnung gerne bezahlen, wo auch mehr Potenzial hinter ist. Und die A-Mandanten, die will natürlich jeder gerne haben, auch du möglicherweise in deinem Job bei deinen Mandanten. Das sind die, für die du alles tust, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich top ist. Du bringst eine Top-Leistung, bekommst dafür auch ein Top-Honorar, sodass da eine Win-Win-Situation draus geworden ist. Also halte dich auch gut mit deinem Steuerberater, dass du nicht rausfliegst. Das sind Menschen, die wollen auch anständig behandelt werden. Ich habe da einen anderen Fall vom Steuerberater, der rief letzte Woche an, hat eine Empfehlung für mich gehabt, haben uns so ein bisschen unterhalten, wie es ihm geht. Ach, Land unter und so weiter. Das heißt, er hat mir das gleiche Klagelied gesungen wie der GmbH-Steuerberater, den ich da vorgestern kennengelernt habe. Wir haben zu viel zu tun, wir wissen weder noch ein noch aus. Ich muss jetzt Mandanten von einigen trennen, habe ich gesagt, das ist auch gut so, dass sie das machen, das war immer euer Thema, ihr schleppt da Leute mit und bringt Leistungen, die ihr nicht richtig vergütet bekommt und könnt dadurch die Mandanten, mit denen ihr wirklich was bewegen könntet, die werden leider vernachlässigt. Ja, und die meisten Steuerberater, die es können, haben dieses Zeitproblem wie beschrieben, andere, die können es leider nicht, die können nicht beraten. Guck dir zum Teil an, wie die selbst arbeiten. Du gehst ins Büro rein, da fliegen die Sachen rum. Es ist kaum digitalisiert. Der IT-Bereich ist nicht so ausgeprägt, wie man sich das vorstellt im heutigen Zeitalter. Das sind also auch nicht wirklich Berater. Die führen ihr Steuerbüro eher wie eine Verwaltung, wie ein Beamtenladen, wie eine Pommesbude, hätte ich beinahe despektierlich gesagt. Ja, die gibt es auch. Und man merkt sehr, sehr schnell, ist der Steuerberater selbst ein Unternehmer? Kann er mit Personal umgehen? Hat er genug Personal? Was hat er für einen Recruiting-Prozess? Wie macht er den Onboarding-Prozess mit Mandanten und auch natürlich mit Mitarbeitern? Wie holt er die Mandate rein? Wie sorgt er dafür, dass er alles über das Mandat weiß? Und. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber der Grund dafür, dass viele Steuerberater gar keine Berater sind, sondern eher, ja, sagen wir mal, der verlängerte Arm des Finanzamtes sind, das hängt mit den Ausbildungen zusammen, mit dem Lehrplan der Steuerberater zusammen. Denn der Lehrplan, die Prüfungen zum Steuerberater sind staatlich vorgegeben. Das heißt, der Vaterstaat sorgt für die Ausbildung der Steuerberater. Und das Ziel aus Sicht des Staates ist, dass eine korrekte Steuererklärung erstellt wird, die das Finanzamt dann nur absegnen muss. In Klammern hat das Finanzamt weniger Zeitaufwand, braucht nur kontrollieren, Haken hintermachen, Zopp und Geld anzufordern. Wichtig ist, das Thema Steuergestaltung kommt in der normalen Ausbildung des Steuerberaters fast gar nicht vor, nämlich 5 von 1800 Ausbildungsstunden. Ich wiederhole das nochmal. 5 Stunden werden das Thema Steuergestaltung investiert in der Ausbildung und von die 1795 Stunden, das sind Ausbildungsstunden. Ich sage jetzt mal so, damit die Steuererklärung wirklich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung alles korrekt verbucht wird und erstellt wird etc. Das heißt, der Vaterstaat hat diese Berufsgruppe schon ganz gut großgezogen. Jetzt aber Punkt, nicht jeder Steuerberater macht dieses Spiel so mit, sondern